Na, wir wissen, was ich meine. Das schöne Wetter muss man einfach mal ausnutzen. Wir haben draußen 30 Grad. Und ich sitze jetzt hier gerade am PC, nur für euch. Und nehme auf. Aber gleich werde ich eine gelbe Unterkunft. Mal gucken, ob wir hier so ein Hotel hinbekommen. Kommen wir. Was haben wir denn hier? Gelb. Kino. Aber das muss rot sein. Dann machen wir dich gelb. Rot. Eine grüne nahe Park. Das müssen wir noch machen. Und ein Hotel für Florida. Sollen wir umfärben. Nehmen wir das hier. Müssen wir auch sogar eigentlich noch upgraden. Aber wir färben jetzt einfach nur mal um. So. Und dann brauchen wir noch eine grüne Unterkunft nahe eines Parkes. Scheiße, ich hätte das eben lassen können. Ich hatte das hier weggemacht, ne? Verdammt. Park, 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 Park. Hier haben wir einen Park. Eine grüne Unterkunft. Machen wir das so. Ich weiß, wir werden noch mal irgendwo hier ein Hotel bauen müssen. Machen wir das hier. Machen wir eins in lila. Wo war das jetzt hier? Machen wir noch ein. Habe ich eben nämlich falsch geguckt. Hey! Ich weiß nicht, was los ist hier. Keine Ahnung. Gerade eben, wo ich das erstmal aufgenommen habe, war alles so super flüssig. Und jetzt knallt mir das hier alles nur noch um die Ohren hier. So. 1979. Ein rotes Hotel Sunrise nahe Hotel Royal. Lass mal gucken, wo haben wir denn überall Royal? Hier ist überall Royal. Gucken, ob wir hier ein Sunrise hinbekommen. Natürlich nicht. Das ist Hotel Florida. Boah, hier hätte ich ganz viel Royal. Ah, hier ist auch Royal. Dann machen wir hier ein rotes Hotel hin. Zwei Hotel Florida Royal. Hä? Heißen die Florida Royal? Oder meinen die entweder oder? Kapiere ich gerade nicht. Ein grüner Bungalow Sherry bei dem Pfeffer Hotel Sunrise und nach dem Hotel Royal. Ist hier Sunrise? Ja. Wo haben wir denn überall Royal? Hier. Aber hier ist auch wieder Sunrise. Aber da könnte man Glück haben. Was war das? Sherry. Das gibt es nicht. Ah, hier ist auch Sherry. Dann machen wir hier einen grünen Bungalow Sherry hin. Ein Shop. Nahe. Hotel Ocean, weiter fährt von Florida. Müssen wir erstmal Ocean finden.
Aber da ist auch wieder Florida in der Nähe. Hier ist Ocean und hier ist Florida. Ocean. Royal. Ocean. Ja, da muss man kurz warten. Florida ist da. Da ist Royal. Ocean, Ocean, Sunrise, Royal. Dann machen wir hier einen Shop hin. Hier ist auch wirklich nirgendwo Royal. Florida. So, ein Restaurant nahe Disco und weit entfernt von anderem Restaurant. Okay, das müsste aber machbar sein. Hier sehe ich gerade kein Restaurant. Das ist nicht ganz leicht. So geht's aber. Zwei Bars weit entfernt von Touristeninformationen und nahe eines Spielplatzes. Bar. Wir haben zwar Spielplätze, aber die sind alle irgendwie verbaut. Zwei Bars weit entfernt vom Touristen. Müssen wir nochmal hier ein Dingens hin machen. Hier haben wir ja keine Touristeninformation. Nee. Dann machen wir hier mal. Würde das denn funktionieren? Machen wir hier einen Spielplatz hin. Dann machen wir hier eine Bar hin. Und hier machen wir eine Bar hin. Jetzt haben wir einen Park nahe Diner und weit entfernt vom Springbrunnen. Jetzt müssen wir gucken, ob wir hier einen Diner haben. Hier haben wir einen Diner. Aber die haben alle in der Nähe einen Springbrunnen. Drei Baugenehmigungen habe ich noch. Drei Unterkünfte upgraden. Dann machen wir das mal eben. Dann ist halt wahrscheinlich übersichtlicher. So, jetzt noch eine Unterkunft. Ja, jetzt weiß ich nicht, mit zwei Hotel Florida Royal soll ich jeweils oder ich habe ja nur noch drei Baugenehmigungen, das ist das Problem. Das ist das Problem. Weil im Prinzip müsste ich sogar noch einen Diner bauen, damit ich einen Park bauen kann. Das ist das Blöde. Nahe Diner und weit entfernt vom Springbrunnen.
Weil hier ist überall ein Springbrunnen. Oder wir bauen erstmal Tja Royal oder Florida. Ist jetzt die Frage. Nee, wir bauen erstmal Florida. Guck mal, ob Florida richtig war. Wenn dann die 1 da weggeht, dann ist das ja in Ordnung. Boah, ist das Käse hier mit dem Diner. Im Prinzip müsste ich das hier abreißen und daraus einen Park machen. Nur ob dann die Attraktivität immer noch gegeben ist, das ist die andere Sache, ne? Anscheinend war Florida falsch, wa? Wenn wir jetzt mal ein Royal bauen. Boah, ich bin schon gut zugebaut. Welche Farbe ist ja egal. Gucken wir mal. Dann müssen wir nämlich Florida nochmal abreißen. Ist doch scheiße, ist das doch. Ja, dann war Florida falsch. Verdammt. Wo hatte ich das denn gebaut? Wo habe ich Florida gerade eben gebaut? Kacke. Dann machen wir das so. Ich habe da hier noch irgendwo alte Hotels rumstehen. Dann reißen wir dich mal ab. Komm. Flott, wir haben schon September. Und bauen jetzt nochmal ein Royal. Da war Florida echt falsch, als ich gedacht habe. Warum schreien hier denn Florida Royal hin? Ja, und jetzt ein Park nahe deiner. Wo hatten wir das gehabt? Hier. Nee. Stimmt nicht. Komm, lass mich jetzt mal hier in Ruhe. Ich muss jetzt hier gucken, wo das war. Hier. Oh, hoffentlich reicht das. Sonst müssen wir gleich woanders einen Park wegmachen und dafür einen Spielplatz wieder hin. Und wir haben jetzt schon Oktober. Ja. Das heißt, wir machen hier den Park weg. Und machen dafür einen Spielplatz hin. So, komm. Voran. Oh, Gott sei Dank. Haben wir auch nochmal geschafft. Ich habe schon gedacht, das kriegen wir nicht mehr hin. Oma, es ist so heiß. Trink doch ein Glas Wasser. Danke, mein Kind. Setz dich doch kurz zu mir. Mein ganzes Leben lang habe ich damit verbracht, dieses Paradies aufzubauen. Die Zeit ist gekommen, mich zur Ruhe zu setzen. Du bist jung, übernimm die Geschäfte. Bist du sicher, dass ich das schaffe?
Auch ich war damals unerfahren, aber ich habe es geschafft. Du kannst das auch. Ich werde dich nicht enttäuschen, Oma. Aha. The End. Oh. Das war's jetzt schon. Bis 1979 ging das nur. Tja, liebe Leute, das war dann Build It. Wenn ich jetzt auf Spiel starten gehe. Nee, fortsetzen kann ich nicht mehr. Jahrzehnt auswählen. Durch die Auswahl eines Jahrzehnts geht dein aktueller Spielstand verloren. Ja, liebe Leute, das war dann Build It. Schade, ich habe gedacht, das würde noch weitergehen. Obwohl, ne, das waren 50 Jahre, ne? Wartet mal, ich guck mal, was hier auf dieser Hülle steht. Auf der Hülle steht 50 herausfordernde Levels über 5 aufregende Jahrzehnte. Ja, haben wir gemacht. 1920 haben wir angefangen und bis, ja, 1980 im Prinzip ging das. Hotels, Parks und Strandbars im Stil der jeweiligen Epoche. Erfüllen Sie Aufgaben oder bauen Sie einfach drauf los. Einfacher Einstieg für Anfänger, Steuerung per Maus, bla bla bla. Ja, das war dann Build It. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe gedacht, da würde noch weitergehen. Vielleicht so bis Jahre 2000 oder so, bis im Millennium. War leider nicht so, aber trotzdem, das Spiel war gut. Das kann man wirklich mal so zwischendurch spielen. Wobei ich sagen muss, mir hat persönlich meine eigene Traumstadt besser gefallen. Muss ich ehrlich zugeben. Aber nichtsdestotrotz kann ich auch dieses Spiel euch empfehlen. Und ja, dann werden wir uns in einem anderen Let's Play sehen. Denn ein Spiel habe ich ja jetzt hier noch, was wir dann anfangen werden zu spielen. Das kann ich auch schon mal sagen. Hotel Imperium heißt das. Da bin ich mal gespannt, wie das Spiel dann ist. Keine Ahnung. Ja, dann verabschiede ich mich dann von euch und sage dann, ja, bis zum nächsten Let's Play. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß gehabt und damit verabschiede ich mich dann euch und sage Tschüss!